Was tut man, wenn man etwas Eigenes schaffen möchte, seine Gedanken und Ideen austauschen möchte, aber nicht das Talent zum Schreiben hat? Genau, man versucht sich an eigenen Videos mit einem eigenen Kanal auf YouTube. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Video und heute soll es vorrangig darum gehen, wer hinter dem Kanal steckt und die Idee dahinter. Ja, fangen wir an mit mir. Ich bin die Claudia und bin nun mittlerweile 30 Jahre alt. In meiner Freizeit lese ich sehr, sehr gerne Bücher und rede auch gerne darüber. Und das ist auch die grundsätzliche Idee hier in diesem Kanal. Ich möchte euch an meinen gelesenen Büchern und den gemachten Gedanken und vielleicht auch den entstandenen Ideen daran teilhaben lassen. Ja, ich bin sehr motiviert hier meinem Kanal mit weiteren Videos zu füllen und werde auch von ganz, ganz lieben Menschen supported und hoffe, dass es mir ganz, ganz lange Spaß machen wird und ich euch mit meinen Videos ein paar Minuten aus dem Alltag reise. Ja, welche Bücher sollen hier vorgestellt werden? Natürlich erstmal die, die ich lese und was lese ich so? Grundsätzlich eigentlich querbeet und ich bin auch für alles offen. Und ja, was lese ich nicht? Fangen wir lieber so an, bevor ich alles aufzähle, was ich so lese, erzähle ich euch lieber die Sachen, die ich aktuell nicht so lese, beziehungsweise mich nicht so anziehen. Das sind vor allen Dingen Chick-Lit-Romane, so typische, was heißt typisch, aber so in Richtung Frauenromane. Das ist aktuell nicht so mein Ding. Ja, ich denke, das ist so das einzige Genre, was ich ausgrenzen kann. Ansonsten bin ich für alles offen. Bin immer bereit, neue Welten zu entdecken und ich hoffe, ich kann euch hier mit meinem Kanal ein paar Minuten schenken, wo ihr vielleicht für euch ein neues Buch entdeckt und wir über die Bücher reden können und uns austauschen können. Ja, ich freue mich, ich bin motiviert und hoffe, dass es mir ganz, ganz lange Spaß macht und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut und einen schönen Tag.